Hallo liebe Kultisten und Kultistinnen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir machen heute ein weiteres After-Play-Review. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, ich mache nicht zu jedem Let's Play ein After-Play-Review, sondern nur zu Games, die entweder neu sind oder die ein bisschen Indie sind und mehr Aufmerksamkeit gebrauchen könnten. Weil wenn ich die Review über Dead Space mache, dann lacht ihr mich einfach nur aus nach einem Game, das einfach seit 15 Jahren existiert und vollkommen bekannt ist. So. Heute machen wir ein After-Play-Review von If on the Winter's Night for Travelers. Das Game hat mir extrem gut gefallen, aber dazu kommen wir gleich. Vorab meine zwei Punkte, nämlich der erste Punkt, wir bewerten das Game für das, was es ist. Das heißt, wenn es ein Indie-Titel ist, bewerten wir es natürlich auch wie ein Indie-Titel und sagen nicht, hey, die Grafik kann nicht mit Far Cry 6 mithalten. Ja, das kann sie tatsächlich nicht, aber das will sie auch gar nicht. Und der zweite Punkt, das, was ich natürlich jetzt sage, ist natürlich meine eigene Meinung. Das heißt, jeder hat natürlich einen anderen Aspekt an Grusel, jeder findet andere Games geil. Die einen sind totale Action-Fans, die anderen sind Point-and-Click-Fans. Deswegen, wenn ihr es genau wissen wollt, schaut es euch gerne an. Link ist in der Description vom Game. Und jetzt starten wir ins Review. Unten seht ihr auch ein paar Spielausschnitte und kommen wir gleich zum ersten Punkt. Nämlich die Story von If on the Winter's Night. Und die fand ich äußerst gut, die fand ich sehr gut, weil es geht darum, dass auf einem Zug ins Nirgendwo treffen sich vier maskierte Fremde und teilen ihre Geschichten, wie sie eigentlich hergekommen sind. Und jeder von denen hat natürlich eine tragische Geschichte. Und am Schluss gibt es noch so einen kleinen Twist tatsächlich mit dem vierten Reisenden, das ist sehr spannend auf jeden Fall. Aber auch die Geschichten selber finde ich sehr bewegend, könnte man sagen. Die sind sehr gut dargestellt einfach, die Geschichten. Und die befassen sich auch mit sehr interessanten Themen, ob das jetzt Homosexualität ist zu einer Zeit, wo das absolut verpönt war, oder auch die Rolle als Frau oder auch zum Beispiel Hautfarbe zu den 1920ern, wie man denn dazu stand und Rassismus. Sehr bewegende Storys fand ich das. Teilweise auch so bewegend, dass ich sage, bei einigen Kapiteln war ich teilweise wirklich fast down, als ich die angeschaut habe, weil es ein tragisches Kapitel ist. Deswegen, die Story fand ich wirklich ausgezeichnet gemacht, die Themen fand ich sehr interessant und deswegen 4 von 5 Punkten bei der Story. Das nächste ist Schock und Grusel. Und da haben ja Pixelized Games es einfach ein bisschen schwerer als First-Person-Games oder Games, die vielleicht aus der Ego-Perspektive mit besserer Grafik sind. Und trotzdem muss ich sagen, von den Schock- und Grusel-Effekten her, Schock-Effekte gab es gar nicht, kann ich gleich mal spoilern, aber Grusel-Effekte waren durchaus da, auch mehr, wie ich normalerweise von einem Pixelized kenne. Es kommt natürlich darauf an, wie sehr denkst du dich in dieses Spiel rein, aber besonders die dritte Episode, die dritte Geschichte hat mir schon einen ganz schönen Schauer über den Rücken gejagt, auch aus Aspekten, dass da zum Beispiel Kriegsszenarien sind, die auch ziemlich heftig sind, ziemlich derb sind, wo es einen auch schauert. Hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, Pixel Games haben da eben zum Beispiel ihre Schwäche. Deswegen 3 von 5 Punkten. Dann der vierte Punkt, sehr wichtig natürlich beim Horror Game, die Atmosphäre. Und die fand ich zum Schneiden dicht. Also das Game hat eine wunderbare Pixelized-Grafik, die ist sehr, sehr grob pixelized. Also gibt es welche, die sind einfach viel besser dargestellt oder heller dargestellt. Aber das, wie es sozusagen diese Pixelized-Grafik darstellt, ist ziemlich gut. Nämlich, es hat furchtbar viele Details. Jeder Raum, und es gibt nicht so viele Locations, aber jeder Raum hat so viele Pixel-Details, die sich teilweise auch mit der Story verändern. Das ist wirklich äußerst spannend, das zu sehen. Und auch die drei Stories haben eine düstere, teils melancholische, teils bedrohliche Atmosphäre. Hat mir sehr gut gefallen. Die Soundkulisse, die dabei ist. Die ist auch sehr gut. Es hat keine Sprachausgabe, ist auf Englisch, aber die Musik, die eingespielt wird, die ist großartig. 5 von 5 Punkten. Zum vierten Punkt, wichtig für ein Spiel, auch Gameplay. Wie ist eigentlich das Gameplay? If on a Winter's Night ist eigentlich so ein typisches Point-and-Click, wie man es kennt. Auch wenn es ein bisschen minimalisierter ist. Man kann immer nur einen Gegenstand aufnehmen, kann den dann mit irgendetwas verwenden. Es gibt auch nicht viele Gegenstände tatsächlich. Und dennoch wird man instinktiv vor Rätsel gestellt, wo man entweder eine Kombination finden muss oder man muss tatsächlich ein Bücherrätsel lösen, wo
ziemlich viele Hinweise sind, das auch ziemlich knackig ist, muss ich sagen. Also die Rätsel sind teilweise nicht so leicht gewesen. Und das finde ich eigentlich immer gut, wenn Games das machen. Wenn du vor den Rätseln schon da sitzt und dir Notizen machst oder ein bisschen deinen Kopf anstrengen musst. Das hat es gut gemacht. Es sind nicht übermäßig viele Rätsel. Ansonsten, wie gesagt, die Point-and-Click-Mechanik ist nicht so, dass du Gegenstände oder ein Inventar hast, sondern es ist relativ minimalistisch. Aber für das, was es sein will, nämlich einfach ein Game, das eine Story erzählt und nebenbei noch ein paar Rätselelemente hat, hat es das gut gemacht. 3 von 5 Punkten. So, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspunkt, nämlich die Bonuspunkte. Und das sind so die Punkte, wo man ein Game noch so ein bisschen ausfleischen kann, wo man sagen kann, hey, da hat es besondere Stärken gehabt, da hat es besondere Schwächen gehabt. Aber bei dem Game habe ich jetzt tatsächlich einige Stärken gefunden. Um es gleich nochmal aufzugreifen, ich habe es ja gerade erst eben erwähnt, die Soundkulisse, die ist richtig gut. Es benutzt einige richtig tolle klassische Stücke, einige Jazzy-Stücke. Es passt perfekt in diese 1920er rein. Aber auch so die Nebenkulisse von den Schauplätzen, die ist einfach wunderbar. Es gibt viele Geräusche, es gibt viele Nebengeräusche. Vertont ist es, wie gesagt, nicht. Aber diese gesamte Soundkulisse, die steigert auf jeden Fall die Stimmung extrem. Deswegen ein Bonuspunkt für die wunderschöne Soundkulisse und die Musik, die darin vorkommt. Und der zweite Bonuspunkt, der ein bisschen ausführlicher ist, sind, wie ich vorhin angesprochen habe, diese Themen. Und ich mag es ja, wenn Games sich mit Themen befassen, besonders Horror-Games machen das ja des Öfteren, wenn es Themen sind, die teilweise Ecken und Kanten haben. Und das hat es bei diesem Game auf jeden Fall. Also jede der Storys, die da behandelt wird, die hat ihre Ecken und Kanten. Und das erfordert ein bisschen Mut, das einfach auf den Bildschirm zu bringen und das überhaupt aufzufassen. Die erste Story behandelt zum Beispiel Homosexualität in den 1920ern, wo das überhaupt nicht üblich war und wo dann erwähnt wird, dass das als eine Art Krankheit angesehen wird und andere schreckliche Dinge. Und das fügt einfach diese Story, es fügt einfach Tiefe bei, wenn einfach so geschichtliche, schlimme Fakten genannt werden. Oder auch, wie ich schon gesagt habe, eine Story befasst sich mit Rassismus in den 1920ern, indem du einen Schwarzen spielst, dessen Lebenspfad eigentlich vorgegeben ist, dass egal wie gut du in deinem Beruf bist oder egal was du machst, du einfach nur aufgrund deiner Hautfarbe beurteilt wirst, was selten ungerecht natürlich ist. Und auch dieses Rassismus-Thema ist ein Thema, mit dem spielt sich einfach nicht leicht. Ein drittes Thema ist zum Beispiel die Rolle der Frau in den 1920ern, wo eine Frau entweder, wo eine Frau entweder eine Hausfrau ist oder sozusagen ein Mann-Maskottchen ist, wo du sagst, hey, schwache Frauenrollen in den 20ern werden dargestellt, wo die Frau, wenn ihr Mann dahin scheidet, nichts anderes sozusagen ist als irgendwie eine nutzlose Person, weil der Mann so sozusagen ein bisschen wie ein Haustier gehalten hat oder wie ein Prestigeobjekt, was auch ein ziemlich düsteres Thema tatsächlich ist. Und alle diese Themen, die spielen da rein und die fand ich äußerst interessant und deswegen fand ich die Geschichten, die sie erzählt haben, auch äußerst interessant und deswegen fand ich einfach den kompletten Story-Arc super. Und dafür gibt es auch nochmal einen Bonuspunkt, dass es nicht nur ein so Randthema angesprochen hat, sondern gleich mehrere solche Randthemen hatten, die ein normales Spiel ungern behandelt, weil da kann man natürlich sehr, sehr schnell einfach in Anführungsstrichen in den Mist greifen, aber das Spiel hat das relativ gut und klar und deutlich rübergebracht, auch Kriegsthemen. So, damit kommen wir, wenn ich richtig rechne, auf eine insgesamt Punktzahl von so und so vielen. Wie gesagt, das Spiel ist unglaublich geil. Was ich noch cooler fand, ist, dass die Entwickler das tatsächlich Free-to-Play auf Steam hochgestellt haben. Deswegen, wie gesagt, es kostet euch nichts. Schaut es euch an, holt es euch, spielt es gerne auch selber und macht euch selber ein Bild. Ist das Game was für mich? Ist es nichts für mich? Ich fand die Stimmung auf jeden Fall super geil. Ich fand die Story super geil und es hat mir richtig, richtig geil gefallen. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Macht es gut, liebe Kultisten und bis zum nächsten Mal. Mögen die großen Alten mit euch sein. Ciao.